So, der Gemüsemann hat mich beauftragt, dich fertig zu machen, Johnny. Hier kommt der Ultimate Warrior, Typhoon von den Natural Disasters, Mr. Perfect, Hulk Hogan, der Undertaker, Hot Rod, Bret the Hitman Hart, Hacksaw Jim Duggan, die Legion of Doom und Razor Ramon. Machismo, mein Freund. Damit musst du dich erstmal anlegen. Das schaffst du doch sowieso nicht, du Loser. Bam! So sieht's aus. Guckt's euch an, die Bande. Die ganze Grillszene hat sich ja aufgeballt. Ja, hier, Big Tuck. Und hier ist der Grilljunkie mit Mut. Ausnahmsweise. Naja, ich bin der Macho King. Okay, jetzt poliere ich euch allen mal die Fresse. Hier, Hulk Hogan, nimm meinen Fuß. Raus mit dir. So, du kommst auch noch raus. Undertaker. Ultimate Warrior, das ist ein Kampf. Bam, nimm erstmal hier der Killer. Dropkick raus. Nimm erst die Boys. Dann noch ein Idiot hier. So. Razor. Ja. Oh, den Rocker hier. Na komm, mir gefällt die Faust hier unten drin. So, oh, da will einer aufs dritte Seil. Kein Problem. Brett sieht mir hart, mein Freund. Coole Bretter hast du, aber trotzdem eins aufs Maul. Undertaker ist auch wieder da. Wer ist das hier? Klaus Grillt oder was? Da sieht so aus. Rausgeflogen. Udenhallen, nimm das. Oh ja, die Haarfarbe passt nicht so ganz, aber egal, raus sind sie. Freunde, das hat Spaß gemacht. Jetzt könnte ich mal ein bisschen entspannt hinlegen. Ah, und die Sonne genießen. Ich habe ja die Krone auf. Moment, was kommt denn da auf mich zu? Tick-Tock! Ich lade meinen Doppelfaust auf. Viel Spaß bei der Neujahrsfolge, Freunde. Lass die Bombe platzen. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Bulldozer zünden. Hier, Carsten Senz hat den gebaut, Freunde. Ich zünde erst mal an. Kohle wieder hinterher. Das übliche, das Spiel kennt er ja aus den letzten Folgen. Deckel drauf und dann heizen wir dem Ding erst mal ein. Spätzle kochen, ne? Ladung Spätzle rein. Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! Bacon-Netz ausbreiten, Freunde. Das volle Programm. Erstmal eine Ladung querlegen, dann wieder zack, zack, zack. Ihr seht das ja selber, wie es geht. Irgendwann ist so ein schönes Netz des Glücks geformt. Man muss den Bacon-Streuer ein bisschen verlängern. Aber das Ding werden wir wohl gelunzt kriegen. So. Ja, ich mache ein bisschen länger zur Sicherheit. Ja, ein bisschen mehr umwickeln, ne? So, okay, weiter geht's. Hier, Rub. Pork Rub, ne? Den ballern wir einfach hier schon mal oben drauf. So, eine kleine. Ja, würde ich sagen, hier Marslandschaft basteln, ne? Ja. Frisch geworfenes Hack habe ich hier vom Metzger geholt. Ihr seht, das fällt ja schon auseinander. Da verteilt man hier einfach so erstmal drauf. Ne? So, ist unten ja schon Gewürz dran und dann tut man oben nochmal das neue Gewürz oben drauf. So, dann spart man sich das Würzen da im Topf. Ne? So, hier haben wir ein paar Käsesorten, hier Bergkäse, sonst was. Hier diese ganzen Raclette-Käse-Dinger da, was ihr so habt. So ein würzigen, der würzige muss sein. Ne? So, aber mit dem Käse, wir wollen eine Käse-Spätzle-Pfanne machen, ne? Jetzt kommt eine Spätzle oben drauf, die haben wir eben gekocht. Ja, ein bisschen kleben hier noch zusammen, aber kein Problem. Lunzt man da ordentlich drauf, ne? Dann hat man ein schönes Feuerwerk des Geschmacks da oben drauf. So, ich versuche mal das ganze Ding da einzurollen, ne? Ja, ein bisschen Käse nochmal drüber hier. Gerieben, frisch gerieben natürlich, ne? Ja. Okay, versuchen wir das ganze Gefährt mal einzurollen, ne? Oh, wird ja wohl klappen, ne? Ja, Profi, ne? So, komm rein da. Das ist so eine Riesenschnecke des Glücks. Oh, hat geklappt, ne? So, das Ding gleich nur noch auf dem Smoker kriegen, ne?
So, ein bisschen lang. Hier, du bleibst hier. Oh, perfekt gelauft. Funktioniert, ne? Man schiebt ein bisschen rein hier mit Zwei-Finger-Technik, das Übliche, ne? Das kennt man ja. Und jetzt kann man hier den Bulldozer da aufschneiden hier. Hinten ist nur die Gans von Weihnachten, Freunde. Ja, die habe ich an Weihnachten mitgedreht. Mal gucken, dass man das Ding da so ein bisschen draufrollt, ne? Damit es ganz bleibt. Komm, ich schiebe das nochmal ein bisschen passend. Pappe da wegnehmen. Voila, würde ich sagen. Rein mit dem Dingen hier. Bulldozer, ich habe Fettpfanne nochmal selbst gebastelt. 180 Grad. Lass mal die Bomben mal ein bisschen zünden, ne? Hier. 2 Stunden später. Das sieht doch schon mal gut. Oh, das ist eine Bombe geworden, ne? Jetzt suppen das nochmal an. Ich hätte noch eine Soße, eine Barbecue-Soße im Kühlschrank. Das ballern wir jetzt hier nochmal oben drauf. Ihr könnt ja eure Lieblingssoße da drauf feuern, wie ihr möchtet. Eingepinselt, wieder reinschieben in Klappo. Ich brauche wieder 180 Grad. Bisschen extra Heat, ne? Ja. Die Brennkammer ist ja noch nicht so umgebaut, ne? Also die kann irgendwie nur 120 Grad Maximum, ne? Deswegen, wenn wir ein bisschen mehr haben wollen, muss ich unten was reinschmeißen, ne? So, Zeit, das Brötchen ein bisschen anzurösten, ne? Der Buttermaster macht wieder einen guten Job, Freunde. Guckt euch das mal an. Total gebuttert. So, Butter bei die Fische, ne? So, jetzt können wir hier ein bisschen anbraten kurz, ne? So, ja, aber wirklich kurz. Ist ja heiß von unten, ne? Boah, wie sieht gut aus, ne? So, den auch noch, ne? Wir machen nämlich so einen Bacon-Bomb-Burger daraus mit Bratensauce oben drauf, ja? Genau, den Bratensauce-Burger, den mache ich euch demnächst nochmal. Genau. Ihr wollt ja wissen, wie diese Bratensauce demnächst geht. Ihr werdet es gleich sehen. Nach fast 3 Stunden, da ist die Bombe. Lassen wir sie mal platzen, ne? So, ab aufs Brezel Hitman Hard hier. Oh, sieht das gut aus. Hallo! Oh. Ja, das ist ja fast wie Silvester, Weihnachten und Neujahr zusammen, ne? Oder was? Ne? Oder wie? Egal. Oder was? Prost erstmal! Ordentlich Schluck gelunzt, würde ich sagen. Gut! Schneiden wir mal die Bacon Bomb an. Ihr habt ja gerade gesehen, wie produziert worden ist. Dann lunzen wir mal, ne? Sven Schorath, Grundschulköpper. Jawohl. Übrigens, er war Batman-Fan. So kann man ansägen. Ja, das Messer forestieren. Oh, ist doch top geworden. Ab aufs Brötchen damit. So, machen wir so irgendwie so. Das ist ja Cross. Bill Crosby hier, wie ich sage. Ne? So absägen, dass das irgendwie ganz bleibt, ja. Ja, muss man ein bisschen. Opa, ja, geht, ne? So, ab aufs Brötchen hier, so ein Bun nehmen. Bisschen Salat für die Girls, ja, ja, muss irgendwie nur hübsch aussehen, ne? Zwiebelo unten rein. Dann nimmt man so eine Kette da. Und dann gibt's hier gleich so eine Bratensauce, Freunde. Mache ich demnächst nochmal ein Video von, wie ich die gelunzt hab. Aber erstmal ein paar Tomatoes oben drauf, ne? Ganz klar, ne? Volle Programm. Ich dachte mir, so ein Festtagsmenü der Spitzenklasse. Hätte man dann so in der Hand, ne? So, Deckel zu. Hier, Drehteller hier. Aus der Hand. Perfekt. Bisschen Bacon dazu. Der ist ja eh drum. New York. New Year's Bacon Bomb. Lass das Ding zünden. Ich schneid's mal an hier. Damit wir mal sehen, wie das von innen aussieht, aber wahrscheinlich ist das keine neue Überraschung für euch, jawohl. Zeit, dass die WWF persönlich probiert. Rein hier mit dem Kameraden. Oh. So, das ist dein Hulk Hogan, hier ist mein Ultimate Warrior, würde ich sagen. Ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Probieren wir mal dieses Aperol. Fällt schon eine Hälfte ab. Okay, ab in den Hals. Ab in den Hals damit. Ich kann nur sagen,
Warte mal. Johnny ist wieder back für immer, Freunde. Lass den Daumen nach oben brennen. Endlich ist Johnny wieder da. Ihr merkt's auch selber, es gibt mehr auf die Fresse, genau. Kommentiert's hier unten drunter, wenn's euch gefällt. Frohes Neues, Freunde!